dass es ihr Wunsch gewesen war. Die Brust wurde ihm eng. Er griff nach dem Becher und leerte ihn in einem Zug. Das Gebräu war wohltuend stark, brannte sich seinen Weg hinunter in den Magen. Er hatte nicht geahnt, wie stark das Verlangen war, bis er sie wieder getroffen hatte, in dem Raum, der von Musik pulsierte, der so lebendig war, voller Menskr, Odinskinder, soweit das Auge reichte. Aber er hätte genauso gut mit ihr allein sein können, denn er hatte alles und jeden um sich herum vergessen. Er hätte sie genommen, auf der Stelle, wenn er die Chance dazu gehabt hätte. So stark, so überwältigend war es. So zerstörerisch. Er hatte idiotische Dinge getan, ihretwegen. Dinge, die nicht nur ihn selbst vernichtet hatten, sondern die nun auch drohten, den Rat zu vernichten. Ravenhof, Imsland. Er hatte den Schnabel genommen, hatte sich selbst zum Sklaven gemacht. Etwas, das er weder Jaladin noch Lindri erzählt hatte. Niemand durfte wissen, dass er eigentlich machtlos war. Grals Launen ausgeliefert. Gral war gefährlicher, als es Hirka bewusst war. Er würde sie beide gegeneinander ausspielen, wenn er musste. Die einzige Hoffnung war, dass auch Gral sie liebte. Rime hatte den Vaterstolz in seinen Augen gesehen, aber auch eine hemmungslose Bereitschaft, über Leichen zu gehen. Dasselbe sagt sie auch über mich. »Ich weiß, was du bist und was nicht, Rabenträger.« Lindri füllte den Becher erneut. Er redete, als hätte er Rimes Gedanken gelesen. »Ich bin kein Rabenträger mehr, Lindri. Ich bin tot nach allem, was die Leute wissen.« »Wenn du gestattest, Rime an Eldrin. Du hast mir erzählt, was passiert ist, und jetzt werde ich dir erzählen, was ich glaube. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen.« Und ich erinnere mich gut an den Tag, an dem du geboren wurdest. Das ist noch nicht so lange her. Das war vor fast 20 Wintern, Lindri. Der Alte lächelte, dass die Krähenfüße sich bis zu den Schläfen hinzogen. Das Kind, auf das alle gewartet hatten. Das Kind, von dem der Seher sagte, es werde leben. Ich dachte, was ist denn das für ein Leben für einen Jungen? Mit einer solchen Bürde aufzuwachsen. Schon am selben Tag haben sie Amulette mit deinem Bild verkauft. Wusstest du das?